Heute ist der 28. September 2021. Das ist die Beschaffung und Produktionswirtschaft Vorlesung von FHT 1. Wie bereits im Eingang gesagt, alle Inhalte könnt ihr unter www.profh4.com herunterladen. Ja, warum H4 ist vielleicht interessant. Mein Name ist, wie gesagt, Javier. Für meine spanischen Ohren, H kann man als H lesen und 4 als 4. Und dann klingt es besser für mich als Xaver oder sowas anders. So, wenn ihr jetzt auf die Webseite geht und dann klickt ihr auf Lectures. Habt ihr dann Zugang auf eine Liste von Playlists und dann sucht ihr eure Vorlesung und dann seid ihr soweit, könnt ihr halt die Videos, das Video von dieser Vorlesung kurz vor der Prüfung euch angucken, was aus meiner Sicht halt einen riesen Mehrwert bringt für einen Student. Gut, mit welchem Ansatz fangen wir an? Ich möchte euch eine Frage stellen und ich würde mich freuen, wenn ihr halt ein bisschen auch aktiv werdet. Die Frage, womit wir das Ganze anfangen, ist: Was ist ein Prozess? So, was ist ein Prozess? Intuitiv, mit euren eigenen Worten. Möchte jemand sich beteiligen? Einfach frei reden. Ja. Sehr gut. Sehr gut, super. Du bist der Thomas. Ja? Sehr gut, so ein Prozess ist ein, tatsächlich ist es ein Ablauf so von Schritten, der auch vorgeschrieben ist, beziehungsweise standardisiert ist, oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ein vorgegebener Ablauf, der vielen Dank, der hat einen Input, das war ziemlich gut, hat einen Input und er liefert einen Output. Okay? Das ist ein Prozess. Und dieser Input, zum Beispiel die Rohlinge, die wir in einem Werk bekommen, die Aluminiumrohlinge, die werden im ersten Schritt in der Gießerei gegossen und zu einem Motorblock gemacht. Im zweiten Schritt in der Zerspannung werden sie zu einem zerspannten Motorblock, die werden zusammengeschraubt und dann am Ende, wenn sie montiert mit anderen Motorteilen, damit dann am Output halt ein Motor entsteht. Am Ende, der Kunde steht hier irgendwo, denn beschreiben wir mit einem Herz, werden wir in den nächsten Vorlesungen verstehen, wieso mit einem Herz. Der Kunde ist bereit, uns für dieses Produkt uns Geld zu zahlen.
also der Kunde von dem Motor, der die Spedition möchte halt einen Ersatzmotor und ist bereit für diesen Motor Geld zu bezahlen. Und da der Kunde bereit ist für die Prozessleistung zu zahlen, gehen wir davon aus, dass unser Produkt für den Kunden vom Wert ist. Und dieses Wort Wert ist wichtig, weil ohne diese Bereitschaft dafür zu zahlen, gibt es keine Daseinsberechtigung des Prozesses. Okay. In diesem Ablauf, wie der Thomas vorher beschrieben hat, gibt es eine Bewegung, okay, von verschiedenen Gegenständen und kapitalintensiven Einheiten. Zum Beispiel, was bewegt sich in einem Prozess? Eine Fabrik zum Beispiel. Was bewegt sich da von Input zum Output? Hat jemand eine Idee? Wie gesagt, frei reden. Niemand? Okay, gut, in der Fabrik. Ja, zum Beispiel. Ja. Okay, also es bewegt sich Information. Okay, korrekt. Bewegt sich auch Material gegebenenfalls. Oder bewegt sich Energie oder Menschen oder alles notwendige Mittel, die ich brauche, um halt meinen Prozess voranzubringen. So, Bewegung von Material, Information, Menschen, Mitarbeiter, Energie, Maschinen, egal, okay, und so weiter. Steigert also den Wert vom Produkt. Also wir setzen irgendwelche Mittel ein in den Produktionsprozess oder in den Prozess, damit die Ware, das Rohmaterial, den Input sich in einem Output verwandelt, was mehr Wert hat als vorhin. Okay. Also es gibt Wert, eine Wertsteigerung.
die durch eine Bewegung stattfindet. Ein anderes Wort für Bewegung ist Fluss. Und ein anderes Wort für Fluss ist Strom. Also wir haben einen Wert Strom. Unterm Strich, den Wert Strom ist äquivalent zu dem Wort Prozess. Okay, also wenn wir über einen Wertstrom reden, reden wir von einem Prozess und umgekehrt. Okay. Das ist die Definition von, was ein Prozess ist. Ist verständlich? Gehe ich zu schnell? Hat jemand Fragen dazu? Ganz gut. Ich nehme mir Zeit, wie ihr seht, damit die Unterlagen möglichst ordentlich ausschauen und so. Mit dem Ziel, mit dem Zweck immer, dass euer Studium nachher vereinfacht wird. So, mit diesem Ansatz. Dann können wir über die sogenannte, über den sogenannten SIPOC-Modell oder SIPOC-Methode, was heißt SIPOC eigentlich? SIPOC heißt, also ich schreibe es nochmal, S I, P, O und C. Und das S steht für Supplier oder Lieferant. Das I steht für Input, wie vorhin Input, okay, hier. Das P steht für Prozess. Das O steht für Output. Und das C steht für Customer oder Kunde. Das heißt, wir können jetzt unterschiedliche Aggregationsebenen uns anschauen von Prozessen. Und ich mache jetzt die Industrielandschaft, okay, weil es aber ist eigentlich allgemeingültig. Die Prozesse sind halt hierarchisch verschachtelt. Unterschiedliche Aggregationsebene können wir darstellen. Zum Beispiel eine erste Ebene kann eine Maschine sein. Und in der Maschine habe ich unterschiedliche Stationen, Elektronik und so weiter, aber ich kann von einem Supplier, der die Rohlinge für die Maschine zur Verfügung stellt, ich habe einen Input, ich habe einen Output. Und ich habe einen Kunde, der ist immer der nächste Prozessschritt. Okay? Das ist eine Aggregationsebene. Aber ich kann auch die nächste Aggregationsebene darstellen, nämlich stellt euch vor, ein Werk.
mit mehreren solchen Maschinen. Wie wir vorhin gesehen haben, Gießerei, Zerspannung, Montage, Logistik, whatever. Ich habe auch einen Supplier, der mir liefert. Ich habe einen Input, ich habe einen Output. Ich habe aber auch die Möglichkeit, nicht nur ein Werk darzustellen, sondern mehrere Werke darzustellen. Das ist jetzt die Erde. Und ich kann zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt mein Werk in Brasilien und das Werk in Brasilien liefert an das Werk in USA und das Werk in USA liefert an das Werk in Japan. Ich habe einen Input, unterschiedliche Prozessschritte und ich habe irgendwo einen Output zum Kunde. Okay. So, dieses Bild will verdeutlichen, dass wir Prozesse, Wertströme können auf unterschiedliche Aggregationsebene stattfinden. Normalerweise, man redet von Beschaffung. Der Beschaffung für einen Prozess. Wenn wir über den Abschnitt Supply Input reden. Und man redet über Produktion. Wenn man über den Abschnitt Prozess Output redet. Okay? Aber ihr seht, wenn wir über Prozesse reden, reden wir über das Gesamte. Beschaffungswirtschaft und Produktionswirtschaft kümmern sich um bestimmte Abschnitte von diesem Prozess. Okay, deshalb betrachten wir erstmal den größeren Umfang Wertstrom, Prozess und nicht nur einzelne Abschnitte. Das heißt, unabhängig von der Aggregationsebene, siehe Bild, Bild 1, Bild 1, können wir immer vom CPOC reden. Okay. Das heißt Beschaffung und Produktion sind Bestandteil von einer breiteren
wertstromorientierten Betrachtung. Okay. Verständlich. Gibt es Fragen soweit, bitte? Okay. Ich gebe euch ein Beispiel von einem Produktionsprozess. Beispiel 1. Produktionsprozess. Motoren. Okay. Und dann gucken wir uns die Elemente von einem Prozess, die normalerweise dargestellt werden müssen. Hier auf dieser Spalte machen wir hier den ersten Element, nämlich die Prozesseigner. Das sind diejenigen, die Material und Information berühren. Zum Beispiel in der Produktion von einem Motor haben wir einen, was weiß ich, okay, ich weiß nicht, Supplier, Lieferant, dann gibt es eine Gießerei, dann gibt es eine Zerspannung, dann gibt es eine Montage. Und dann gibt es eine Auslieferung. Und der Supplier liefert die Rohlinge. Das sind dann die Prozessschritte. Materialfluss. Die Rohlinge kommen in die Gießerei an. Die werden gegossen. Dann werden die zerspannt. Dann werden sie montiert zu einem Motor mit anderen Teilen. Kolben, Pleuel und so. Und dann werden sie ausgeliefert zum Kunde. Und die Gießerei gibt ihre Bedarfe an dem Supplier. Die Zerspannung gibt ihr die Bedarfe an der Gießerei. Und das ist so gestrichelt, ist so Informationsflusslinien. So, diese Kästchen stellen dann die zweite Einheit, also erste war Prozesseigner. Die zweite sind die Prozessschritte. Die volle Linien sind die Materialflusslinien. Und die gestrichelte Linien sind die Informationsflusslinien. Okay, so dass wir mindestens, es gibt auch Bestände und so, gibt es ja andere Einheiten, aber das sind die Mindesteinheiten in der Prozesslandschaft. Gut,
Gibt es Fragen soweit? Ja, gerne. Diejenigen, die Material und Information berühren. Ja, mein Schrift ist manchmal nicht so gut. Bitte um Entschuldigung. Aber da ich so auf dem iPad ist, manchmal halt etwas komisch zu schreiben, weil er steht so ein bisschen schräg. Deshalb. Ja. Okay, Fragen noch bitte. Ein anderes Beispiel eventuell für diejenigen, die nicht aus der Produktionswelt kommen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Software. Entwicklung. Beispiel SAP oder so. Okay. Die immer das Gleiche, immer eine horizontale Linie malen, eine vertikale Linie, dann die Prozesseigner, zum Beispiel der Vertrieb von SAP geht an einen Kunde BMW und versucht halt zu ermitteln, was notwendig ist, zu programmieren, was der Programmierer zu schreiben hat, dann kommt ein Berater, der das Programm beim Kunde halt einsetzt, dann dieses Programm gibt da ein bisschen Probleme, deshalb gibt es einen Kundendienst mit Experten und dann am Ende gibt es eine Qualitätsabteilung, die das Ganze auch noch beurteilt. So, der Vertrieb geht zum Kunde. Der Kunde stellt Lastenheft, Pflichtenheft, whatever, Programmierer programmieren danach. Berater setzt es um. Und so weiter, Kundendienst. Und die immer gibt es Feedback Loops. Um dann zu korrigieren, diese Menschen, ihr seht da bei einem Dienstleistungsprozess immer mehr informationsflusslastig als materialflusslastig, das ist aber ganz logisch und normal. Gut, also wir haben jetzt gesehen, Beschaffung und Produktionswirtschaft ist eigentlich sind nur unterschiedliche Seiten oder Schritte von einem weiteren Konzept, nämlich den Wertstrom, den Prozess. Deshalb machen wir eigentlich hier Prozessmanagement zunächst mal, bevor wir in die Einzelheiten reinkommen. Und ich habe euch jetzt zwei Beispiele aus dem Umfeld kurz gemalt. Fragen bitte. Qualitätsabteilung. Du brauchst dich nicht jedes Mal bei jeder Frage entschuldigen. Okay? Was sagst du? Hey, das habe ich nicht verstanden, bitte Dings. Ja? Also, sofern wir alle miteinander respektvoll umgehen, freue ich mich mit der Nähe. Also, wir können uns gerne duzen auch. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich bin H4. So, gibt es Fragen inhaltlich? Oder passt es soweit?
Gut, das war relativ eine sanfte Einführung. Jetzt fangen wir eigentlich mit dem echten Inhalt. Und zwar die erste Frage, die wir halt angehen werden, ist die sogenannte Economic Order Quantity oder in Deutsch optimale Bestellmenge. Und da es mehrere Modelle gibt davon, nenne ich das jetzt Modell 1 in Römer. Wir haben einfach einen Prozess und unsere Emoji, unser Symbol für Prozess wird in der Regel diese Maschine sein. Könnt ihr auch euch dann dementsprechend dran gewöhnen. Das ist eine Maschine mit Augen. Zack. Und wie ihr seht, ich versuche etwas langsam und gebe mir Mühe, dass die Unterlage nachvollziehbar ist. Mit dem Zweck, dass es nachher einfacher ist zu lernen. Ich denke, das ist didaktisch besser als eine PowerPoint-Präsentation. So, die Fragestellung ist: Was ist die optimale Bestellmenge, um die Gesamtkosten eines Prozesses so gering wie möglich zu halten? Okay. Dafür gibt es jetzt unterschiedliche Parameter und die diskutieren wir ausführlich. Wir wollen die Kosten gering halten. Okay. Dieser Prozess hat einen Supplier, einen Input, einen Output, einen Bestand. Und in unserem Modell müssen wir Annahmen treffen. Okay? Annahmen, die unser Modell dann definieren. Und die Annahmen sind wie folgt. Annahme Nummer 1. Produktion findet sofort statt. Das heißt, ich habe einen Bedarf, ich drücke auf den Knopf und sofort sind die Teile da. Das ist natürlich nicht realistisch. Das ist jetzt einfach nur ein Modell. Die Lieferung findet ebenfalls sofort statt. Der Bedarf Demand ist bekannt und der Bedarf
ist konstant in der Zeit. Das heißt, die erste Abteilung, die erste Ableitung von dem Demand nach t ist gleich 0 für alle t's. So, das heißt, die partielle für diejenigen, die nicht vertraut sind mit der Mathe-Darstellung. Okay, das sind die Annahmen vom Modell. Man kann sie besser oder schlechter finden, aber das sind jetzt die Annahmen, die wir für unser Modell haben. Es wird ein Modell 2 geben und dann sind die Annahmen ein bisschen anders. Okay, gibt es Fragen soweit? Keine Sorge, wir machen jetzt alles ein bisschen weiter. Aber das sind jetzt die Annahmen. Die Annahmen sind, die Produktion findet sofort statt. So, ich drücke auf den Knopf und die Maschine hat die Teile da. Die Lieferung findet sofort statt. Bedarf ist bekannt und Bedarf ist auch konstant. So, mit diesen Annahmen können wir die Kurve Bestand nach Zeit darstellen. Das ist jetzt der Bestand. Und das ist jetzt die Zeit. T. Zeit. Und wie gesagt, mit diesen Annahmen die Kurve Bestand als Funktion von t kann grafisch dargestellt werden. Warum? Lass mich zunächst mal die Kurve darstellen und dann reden wir über das Warum diese Kurve muss so sein, wenn die Annahmen so sind, wie sie sind. Einen Moment Geduld. Und so weiter. So. Warum ist diese Kurve, beschreibt diese Kurve diese Annahme? Also das geht dann weiter, immer gleich, okay? So.
Wir sehen, jetzt bitte aufpassen, okay? Weil es interessant ist, die Kurve, die Mathe, und das ist wichtig fürs Studium generell, die Mathe ist immer ein Hilfsmittel, für, um irgendeine Realität darzustellen. Deshalb ist wichtig, dass wir diese Realität grafisch und visuell verstehen. Wir sind hier in T0 und wir haben irgendeinen Bestand. Okay. Und wir bewegen uns mit der Zeit in diese Kurve. Until wir erreichen T0, bis wir erreichen T1. Okay? So, diese Linie, die Linie, die gerade Linie, vom Bestandsabbau zwischen T0 und T1 ist eine Linie, weil der Bedarf konstant ist. Der Bedarf ist konstant. Wir nehmen regelmäßig mit der Zeit konstant Teile ab und somit muss eine Linie sein. Ist das verständlich? Bitte sag ja oder nein. Ja, gut. Also es muss eine Linie sein, weil mein Bedarf konstant ist. Das war die Annahme Nummer 4. Die Annahme Nummer... der Punkt 2 hier... Was passiert beim Punkt 2? Der Bestand ist aufgebraucht. Und es wird bestellt. Oder? Bestand ist aufgebraucht, Bestand ist 0. Hier 0, richtig? Und wir bestellen, damit wir auf wieder den Bestand auffüllen, richtig? So, es wäre schön, wenn ein bisschen Feedback kommt. Ist es verständlich? Ja, gut, also genau, danke. Im Punkt 3, oder diese Linie nach oben 3, wird sofort produziert. Und sofort, was heißt sofort? Dass es vergeht zwischen Produktion und Lieferung, vergeht keine Zeit. Richtig? Deshalb haben wir eine Vertikale. Ist die Kurve verständlich?
Okay, wir haben bei 3 haben wir bestellt. Das heißt, die Höhe von dieser Bestellung, also der Pick da, das hier ist die Bestellmenge. Diese Höhe ist die Bestellmenge Q. Und der mittlere Bestand brauchen wir gleich. Mittlerer Bestand ist Q geteilt durch 2 aus der Geometrie. Okay. Haben wir hier einen Punkt 4. Wir bestellen die Bestellmenge Q. Und fünf die Zeit hier. Zwischen zwei Bestellungen, also T1 minus T0, ist gleich die Bestellmenge geteilt durch den gesamten Demand. Okay. Das hat Zeiteinheiten aus dem einfachen Grund, weil Q ist in Stück Menge und D sind Stück pro Zeiteinheit. Also entsteht Zeiteinheit. So, das ist die Erklärung aus den Annahmen hier oben können wir diese Kurve darstellen und das ist die Erklärung, diese 5 Punkte sind die Erklärung dazu. Gibt es Fragen, bitte? Ja. Wir wollen die optimale Bestellmenge ermitteln. Was ist die optimale Höhe von diesem Q? Um die Gesamtkosten so gering wie möglich zu halten. Dafür fehlt euch noch ein bisschen Information. Okay? Da muss ich noch ein bisschen erzählen. Ich wollte nur die Kurve beschreiben. Q geteilt durch D. Q geteilt durch den Demand. Durch den Bedarf. So, die Parameter, die diesen Modell beschreiben, sind folgende. Mal D
den Demand oder Bedarf, gemessen, wie gesagt, in Teile pro Zeiteinheit. C sind die Stückkosten. Das sind Euros pro Stück. A sind die sogenannte Setup-Kosten oder Rüstkosten. Jetzt stellt euch vor, das sind einfach Euros, das sind fix pro. Stellt euch vor, wir fertigen oder wir füllen Entschuldigung, Erdbeerjoghurt mit einer Maschine und auf einmal wollen wir, will der Kunde nicht mehr Erdbeerjoghurt, sondern Pfirsich haben. Wir müssen halt die Maschine reinigen, okay? Und dieses Setup, dieser Changeover, diese Rüstung der Anlage führt zu Kosten. Und das wird halt als A dargestellt. H sind die Bestandshaltekosten. Das sind Euros geteilt durch Stück pro Zeiteinheit. Wenn ich den Bestand zum Beispiel, stellt euch vor, ich lagere Lebensmittel, muss ich den in einen Kühlschrank halt mit Strom versorgen und das kostet alles Geld. Okay, also den Bestand zu halten kostet Geld. Und Q ist, wie bereits gesagt, die Bestellmenge. Und das ist gemessen in Stück. Das sind die Parameter, die unser Modell beschreiben. Und jetzt sind wir, haben wir alle Einheiten, um hier mit der Mathe anzufangen. Gibt es Fragen bisher? Nein? Gut, dann die Gesamtkosten, die reduziert oder minimiert werden sollten, Gesamtkosten als Funktion von Q. Können analytisch mit der Funktion y von q beschrieben werden. So, wie schaut y von q aus? Ist gleich. Wir haben erstmal Kosten durch den Bestand. Also die Haltekosten. Gut, wie gesagt, wenn ich Lebensmittel halte, kostet es mir Geld.
Dann habe ich Setup-Kosten. Die Maschine muss vorbereitet werden. Jedes Mal, wenn ich ein neues Los mache, muss ich halt zahlen. Denke an Erdbeer und 40 Joghurt, okay? Und dann habe ich die eigentliche laufende Produktionskosten. Was in diesem Modell konstant sind. Okay, so. Ich nutze hier ein paar Farben, damit es nachher einfacher ist. Setup und halt. Okay, so. Unser Modell betrachtet diese drei Kostenarten. Das sind nicht alle, okay, das ist klar, aber gut, es ist eine Annäherung. So, was ist jetzt was? Y von Q ist gleich. Der mittlere Bestand multipliziert durch die Haltekosten ergibt den Kosten oder die Gesamtkosten für Bestandhaltung. Also das ist der mittlere Bestand, haben wir gesagt. Hier. Multipliziert durch die Haltekosten. Ergibt die den Kosten durch den Bestand. Plus, also das ist jetzt die plus. Die Setup-Kosten A mal die Frequenz, wie oft muss ich wechseln? Wie oft ist die Frequenz, also 1 geteilt durch die Zeit, Frequenz vom Setup? Wie oft bestelle ich? Das ist jetzt das Grüne. Das sind jetzt die Setup-Kosten. Plus C mal D, das sind die Produktionskosten. Sind die Stückkosten mal den Bedarf, also die Produktionskosten. Okay. Wie kann ich grafisch diese Formel darstellen? Gut. Q hier und Y von Q. Erstmal machen wir die Produktionskosten, weil die sind am einfachsten, die sind konstant mit Q. Also konstant ist konstant. Das ist C mal D. Keine große Kunst. So, dann die Kosten durch den Bestand. Was ist das für eine Kurve? H ist größer 0. Ist das für eine Kurve? Was ist die Kurve von dem Kosten durch den Bestand?
nach Q. Y von Q ist gleich H geteilt durch 2 mal Q. Das ist diese Kurve. Was ist y gleich f von x gleich x? Was ist das? Oder ax plus b. Eine Gerade. Da, danke, da h größer 0 ist, ist die Neigung nach oben. Also hq geteilt durch 2. Okay? Und das ist logisch, weil je öfters ich bestelle, je größer meine Bestellmenge Q, desto mehr Haltekosten muss ich tragen durch den Bestand. Okay? Das ist ja logisch. Und die andere Funktion ist a d geteilt durch q. Was ist die Funktion f von x gleich 1 geteilt durch x? Was ist das? Wenn q klein ist, ist die Funktion sehr groß. Wenn q groß ist, ist die Funktion sehr klein. Also irgendwas wie das hier. Okay. Das bedeutet, wenn ich alle drei Kurven aufaddiere, dass ich sowas Ähnliches wie das hier bekomme. Mit einem Minimum. Das Minimum wird erreicht bei der optimalen, das sind die Kosten. Optimale, warum optimal? Weil Minimumkosten, optimale Bestellmenge. Okay, also das ist y von q. Und das hier sind die Kosten bei der optimalen Bestellmenge. Wie ist analytisch das Minimum von einer Funktion zu ermitteln? Hallo? Kann ich das Minimum von einer Funktion ermitteln? Gut, super, sehr gut. Vielen Dank, Marc. Die erste Ableitung nach Q in Q gleich Q Stern muss 0 sein. Was ist die erste Ableitung nach Q von der Funktion y von Q. H geteilt durch 2 minus AD geteilt durch Q Stern Q.
Quadrat gleich 0. Das ist a geteilt durch 2 gleich ad geteilt durch q Stern Quadrat. Das heißt, q Stern ist gleich Wurzel von 2ad geteilt durch h. Verständlich? Ja, das heißt hier das. Das heißt, die erste Ableitung von y von q nach q in dem Punkt q gleich q Stern ist 0. Das bedeutet, dass in diesem Punkt die Tangente ist horizontal, hat keine Neigung. Das bedeutet, dass ich mache hier die erste Ableitung von h geteilt durch 2 mal q nach q in q gleich q Stern plus die erste Ableitung von ad geteilt durch q nach q in q gleich q Stern plus die erste Ableitung von cd nach q in q gleich q Stern ist 0. Nein, q Stern ist die optimale Bestellmenge. Wir wollen diesen Punkt ermitteln. Q Stern Quadrat. Ja. Ableitungen werde ich jetzt nicht machen. Okay, das ist jetzt auch nicht in der Mathe-Vorlesung, glaube ich. Wir haben zusammen, das musst ihr mitbringen. Die Ableitung von dieser Funktion ist h geteilt durch 2. Die Ableitung von dieser Funktion ist a minus ad geteilt durch q Stern Quadrat. Und die Ableitung von einer Konstante nach q ist 0. Okay? Aber ableiten gehört dazu. Ist die Frage beantwortet? So, zack, 2ad geteilt durch h. Das ist q-Stern, das ist die optimale Bestellmenge. Das war jetzt die Frage von dem Kollegen. Und was sind jetzt die Kosten auf der optimalen Bestellmenge? Nichts anderes als da, wo q steht, q-Stern zu packen. Plus ad geteilt durch q Stern plus cd. Weil cd eine Konstante ist, werden wir jetzt das 0 machen. Und das ist gleich h mal 2 Wurzel von 2ad geteilt durch h geteilt durch 2 plus, ich setze einfach nur um. Wenn ihr ein bisschen umschreibt, das ist jetzt 2adh. Okay. Das heißt, y von Q-Stern
Und das ist zunächst mal das erste Ergebnis. Fragen? Was heißt ein Beispiel? Na. Ja. Ja. Ja, das könnt ihr selber machen. Okay. Du, bitte, bitte. Da, du kannst immer sagen, A ist 50 und H ist 10 und C ist, was weiß ich. Und dann kann... Ja, einen Moment. Ich bin dabei, den Kollegen zu beantworten. Weil diese Frage öfters kommt, die mir geht es hier zum Verständnis, nicht um die um einen Taschenrechner-Tanz zu gestalten. Auch in die Prüfung Taschenrechner wird weniger helfen. Okay? Ja, weil CD, ich habe gesagt, CD ist konstant. Machen wir denn einfach auf 0, damit die Formel hier nicht sehr komplex wird. So, Tamas, also nicht böse verstehen oder so. Es ist mir geht's darum, dass hier Konzepte verstanden werden, nicht, dass wir halt einen Taschenrechner-Tanz machen und somit, wie gesagt, das Beispiel mit dem Taschenrechner kannst du selber machen. Ja. Wie bitte? Was verstehen wir unter was? Ja, klar. Der mittlere Bestand ist der mittlere Bestand. Der mittlere Bestand ist der. Welcher Bestand haben wir im Mittel? Wir haben manchmal, pass auf, manchmal haben wir den Bestand, manchmal haben wir den Bestand, manchmal den Bestand, manchmal den Bestand, pam, 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 okay? Was ist der mittlere Bestand von einer Gerade? Der Mittelpunkt, oder? Oder die Frequenz ist, wie oft bestelle ich? Das ist der Abstand. Das ist 1 geteilt durch die Zeit. Okay? 1 geteilt, weil eine Frequenz ist 1 geteilt durch die Zeit. Diese Verständnisfragen sind genau die richtigen. Das Verständnis kommt, wenn ihr darüber nachdenkt, nicht, wenn wir jetzt mit Zahlen arbeiten. Wenn ihr Verständnisfragen habt, dann können wir die ganze Stunde drüber reden. Ich habe mir jetzt nicht zu schade die Zeit dafür. Aber ein Beispiel mit Zahlen mache ich nicht, weil das bringt nichts. Okay? Also wenn... Ja, gut. Ja, dann frag nochmal bitte. Dann frag nochmal eine... Setup-Kosten sind zum Beispiel, jetzt stell dir vor,
du hast jetzt ein Produkt A, Erdbeerjoghurt, und ein Produkt B, also hier in dieser Phase, hast du Erdbeerjoghurt. Und in dieser Phase hast du Pfirsichjoghurt. Okay? Um von Erdbeer auf Pfirsich zu wechseln, musst du die Maschine reinigen, musst du anhalten. Der Mitarbeiter muss irgendwas tun und das musst du alles bezahlen, okay? Und das sind da die Setup-Kosten. Gerne, ja. Ja, gut, ich habe die alle erzählt, vielleicht eventuell sehr schnell. Deshalb ist gut, wenn ihr mich irgendwie bremst und sagt, das habe ich nicht verstanden, das habe ich nicht verstanden, bitte wiederholen, okay? Weil ich denke, ich erkläre es, so jeder denkt, der erklärt alles super toll, aber wenn ihr das nicht versteht, dann ist das halt nicht so. So, gibt es jemanden, der irgendein Konzept nicht verstanden hat oder sollte ich irgendwas wiederholen nochmal? Gibt es, ja, okay, danke. Gibt es offene Fragen? Okay, gut, dann, wenn keine offenen Fragen sind, fasse ich das Ergebnis zusammen, damit wir weitermachen können. Wir haben jetzt eine Kurve ermittelt. Q. Y von Q. Die Kosten als Funktion von der Bestellmenge. Diese Funktion ist ungefähr so. Hat ein Minimum. Ihr könnt euch gerne auseinandersetzen, warum dies ein Minimum ist. Und die optimale Bestellmenge haben wir ermittelt. Und die Kosten. Die damit verbunden sind, haben wir auch ermittelt. Korrekt? Alles klar. Okay, dann werden wir jetzt die Empfindlichkeit von Modell ermitteln. Die Empfindlichkeit ist ein betriebswirtschaftlicher Ansatz, der beschreibt, wenn die Variable Q, die Bestellmenge, sich ändert, wie viel ändert sich die Funktion? Also die Kosten. Andersrum gesagt, wenn ich die optimale
Bestellmenge. Verfehle, wie viel zahle ich zusätzlich? In anderen Worten. Okay. Ist die Fragestellung verständlich? Ich möchte wissen, wenn anstatt die optimale Bestellmenge, also anstatt Q-Stern, da bestelle ich Q prima. Wie viel ändern sich meine Kosten? Also Y von Q prima. Was muss ich dafür tun? Y von Q prima geteilt durch Y von Q Stern darstellen. Das ist die Empfindlichkeit vom Modell. Also, was ist Y von Q prima? H mal Q prima geteilt durch 2 plus AD geteilt durch Q prima. Das CD mache ich immer weg. Geteilt durch 2ADH. Und das ist gleich Q prima geteilt durch 2 mal H Quadrat geteilt durch 2ADH plus 1 geteilt durch Q prima Wurzel von A Quadrat D Quadrat geteilt durch 2ADH. Das ist gleich Q prima geteilt durch 2 Wurzel von H geteilt durch 2AD plus 1 geteilt durch 2 mal Q prima 2AD geteilt durch H gleich Q prima geteilt durch 2 Q Stern plus Q Stern geteilt durch 2 Q prima, weil ich weiß, dass Q Stern 2AD geteilt durch H ist. Das heißt, es ist 1 geteilt durch 2, Q prima geteilt durch Q Stern plus Q Stern geteilt durch Q prima. Was ist jetzt die Interpretation davon? Das ist jetzt die Mathe. Was ist der Interpretation? Wenn, jetzt Beispiel, wenn ich doppelt so viel bestelle als die optimale Bestellmenge, also Q prima ist gleich 2 mal Q Stern. Dann wie viel erhöhen
sich die Kosten y von q prima geteilt durch y von q Stern ist gleich 1 geteilt durch 2. Q prima ist 2 mal q Stern, 2 mal q Stern geteilt durch q Stern aus der Formel um plus q Stern geteilt durch 2 mal q Stern. Das ist gleich 1,25. Das heißt, wenn ich doppelt zu viel bestelle, erhöhen sich die Kosten um 25%. Okay. Andersrum, wenn ich die Hälfte bestelle, als die optimale Bestellmenge. Also Q prima ist 0,5 mal Q Stern. Das heißt, ich bewege mich links. Oder Q prima, so. Ich bewege mich nach links. Ich bestelle zu wenig. Wie viel erhöhen sich die Kosten? Will es jemand machen mit mir? Ja? Nein. Genau so, 1,25. Nee. Okay. Fragen? Findet ihr das schwer oder? Ja, wo genau? Wo genau?
Ja. Ja, gut, klar. Ja, das ist das erste Mal. Irgendwie langsam kommt ihr ja irgendwie rein. Aber bitte, bitte frag mich, okay? Gibt es irgendeinen Schritt, wo ihr nicht folgen könntet? Weil das ist für mich wichtig zu wissen, damit ich langsamer gehe. Ja, genau. Die Idee ist wie folgt. Wenn ihr eine Frage habt, dann bitte auf dem YouTube-Kanal, okay? Mit Eingabe der Minute und Sekunde. Und dann fragst du halt, ich habe eine Frage zu dem Punkt in dem Dings, das habe ich nicht verstanden. Wie kommst du jetzt auf die und die Formel oder die und die Zahl oder so? Gut, einfach ein Kommentar auf dem Video. Auf dem Video einfach einen Kommentar stellen und dann weiß ich Bescheid und dann entweder komme ich drauf zurück in der nächsten Vorlesung oder ich antworte in dem YouTube, okay? Und wenn es immer noch nicht klar ist, dann bitte hartnäckig bleiben, nochmal fragen, okay? Weil am Ende des Tages werde ich bezahlt, damit ihr lernt. Ja. Gibt es irgendeinen Punkt, wo ihr nicht folgen könntet? Die Idee von dieser Empfindlichkeit ist eine ganz pfiffige, okay? Ich gehe davon aus, dass ich mich verfehlt habe. Also ich habe anders bestellt, als es sein sollte, mit der optimalen Bestellmenge. Und wie viel erhöhen sich die Kosten, also wie viel bewege ich mich nach oben in dieser Kurve? Das ist ein bisschen die Idee. Und ich bewege mich immer nach oben, weil die optimale Bestellmenge sieht vor, dass ich halt ein Optimum habe. Also ein Minimum habe. Okay, ich gebe euch ein bisschen Übungen für zu Hause, wenn jemand Lust hat. Bitte ermitteln Sie Q-Stern, Y von Q-Stern und die Empfindlichkeit. Y von Q prima geteilt durch Y von Q Stern. Für folgende Beispiele. Eins, Demand ist gleich Logarithmus von Q und A ist gleich Q. 2. Demand ist gleich 1 geteilt durch Q Quadrat und A ist gleich Q. Und 3. Demand ist gleich E hoch minus Q. Okay. Nein, ein Logarithmus. Und so frage ich auch in die Prüfung, okay? Also wir sehen in der Vorlesung irgendwelche Modelle, okay? Irgendwelche, keine Ahnung. Und dann in die Prüfung halt ändere ich halt die Funktion, da gibt es eine kleine Änderung und dann, damit ich sehe, ob die Leute halt das richtig verstanden haben. Nein, Lösungen gibt es nicht. Das sind wir jetzt
Wie gesagt, in einem anderen Kontext, ihr kämpft jetzt. Wenn jemand einen Lösungsvorschlag hat, der meldet sich bei mir, gerne per WhatsApp mit dem Lösungsvorschlag und dann sage ich korrekt oder nicht korrekt. Und nicht korrekt, weil hier, bitte schaue hier oder hier oder hier. Aber hier, also stell dir vor, wir sind jetzt in der Vorbereitung für die Industrie und in der Industrie gibt es keine Lösungen oder so. Also gibt es einfach Leute, die das machen können oder nicht. Und dafür werden sie auch bezahlt. Und da werdet ihr auch so drauf getrimmt, trainiert. Ihr seid die Führungskräfte der Zukunft und die Führungskräfte der Zukunft müssen halt Hand und Fuß und sattelfest sein. Also strenge ich an, die Thematik, die ihr hier lernt in diesem Fach, ist aus meiner Sicht halt eine gute Basis für zukünftige Aufgaben in der Industrie und auch in der Wirtschaft generell. Von daher ja, lohnt sich auf jeden Fall. Nun ja, die Mathe ist halt die Basis der Betriebswirtschaft. In meinen Augen. Ja. Ich verstehe dich nicht. Ja. Die Basis, das ist der natürliche, Ln ist der natürliche Logarithmus. Basis ist E. Ja. Basis ist E, die E-Zahl. Wenn man Log schreibt, ist die 10. Gut, dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause bis 4, so viele Stunden. Und dann machen wir weiter, okay? Bis gleich. Und wir schauen uns jetzt den zweiten Modell, Economic Order Quantity 2 Modell. Hier erlauben wir weitere Annahmen wird ein sogenannter Stockout erlaubt. Der Lieferant darf ein Backlog an nicht gelieferte Bestellungen haben. Okay. Es werden dafür weitere Parameter benötigt. Und zwar P ist die sind die Kosten für nicht gelieferte Bestellungen. Per Unit, also Euro pro Stück.
Wenn ein Kunde bestellt und ich nicht lieferfähig bin, dann entstehen Kosten, weil der Markt unter Umständen mich bestraft. Der Kunde geht zu einem anderen Lieferant oder so. Und S ist der Bestand nach Lieferung. Also ist die der Bestellmenge. Also Q minus S ist gleich der Backlog. Backlog sind die Bestellungen, die noch nicht geliefert wurden. Okay. Die Grafik dazu, ihr seht gleich, es ist ganz logisch. Das ist wieder die Zeit, Time. Und die vertikale Linie ist wieder meine Bestandsmenge. Ich erlaube jetzt, dass der Bestand unter 0 geht. Und nach einer gewissen Zeit in 0 sein, bin ich dann wieder lieferfähig und kann liefern. Und diese Logik wiederholt sich. So, alles andere bleibt gleich zu dem vorherigen Modell. Alles andere bleibt wie im EOQ1. Okay, so hier habe ich und haben wir folgende Situation. Ja, wie im Entschuldigung, im EOQ1, wie in dem Modell vorhin. Entschuldigung, Entschuldigung. So, diese Höhe, das hier, ist S. So, ich bestelle weiterhin die Menge Q, also diese Höhe ist Q. Machen wir mit einer Farbe. So, diese Höhe ist Q, das ist weiterhin die Bestellmenge. Aber die andere Kategorie hier ist Duplicate hier oben. Das ist der Bestand, den ich habe, nachdem ich meinen Backlog erfüllt habe. Das ist S und das ist jetzt immer mein maximaler Backlog Q minus S. Okay. Der Punkt hier ist analog wie in dem anderen S geteilt durch D. Der Punkt hier ist Q geteilt durch D. Und ich glaube, das war's, ja. Okay. So, wie schaut es aus mit den ganzen Mathe-Dingen?
dahinter. Ist das Modell jetzt verstanden? Wir können jetzt, wie gesagt, einen Backlog haben. Der Kunde kann bestellen und wir sind dann nicht lieferfähig. Gibt es Fragen zu dem Modell? Sonst steige ich in die Mathe. Okay, dann gehen wir die Sache nach. Y von Q, die Kosten, sind die, also analog wie vorhin, sind die Bestandskosten. Entschuldige, halte Bestandskosten. Die finden statt natürlich nur wenn ich Bestand halte. Richtig? Also nur hier. Das ist die Bestand, den ich halte. Okay, ansonsten findet kein. Also nur zwischen Zeit T0 und T1. S geteilt durch D und so weiter. Ja. Ja, die sind genau die Kosten, die gemeint sind. Ich habe ja, korrekt, ja, das ja, passt. In der Praxis, ja. In diesem Modell haben wir ab dem Punkt, wo wir keine Kosten, wo wir kein Bestand haben, haben wir keine Haltekosten für den Bestand. Aber insofern hast du recht, ja. Das ist, wie gesagt, das ist nur ein Modell in Anführungsstrichen. Aber im Prinzip hast du recht. Ja, also das ist dann, also wir haben nur diese Bestandskosten zwischen T0 und T1 plus die Knappheitkosten, okay, die indem wir keine Ware haben. Kosten keine Ware im Bestand diese finden nur statt, wenn ich kein Bestand halte, also zwischen T1 S geteilt durch D plus und bis T2 Q geteilt durch D.
plus, und das, der Rest ist gleich, die Setup-Kosten. Plus die Produktionskosten, Produktkosten, das ist beides wie in dem EOQ1-Modell. Okay. So, wie schaut dieser? Lass uns wieder Farben nutzen. 1, 2, 3 und 4. Ja. Y von Q ist gleich. So, die Haltekosten in dieser Phase was ist der mittlere Bestand? S geteilt durch 2, richtig? AS geteilt durch 2. Korrekt. Plus S geteilt durch D, also mal S geteilt durch D, mal die Frequenz. Das sind die Kosten, Bestand. Pro Zyklus. Pro Zeiteinheit, sorry. Das haben wir jetzt mit der Farbe gemalt. Plus die Storage-Kosten. Das sind wieder die, die Fläche von dem Dreieck mal D mal die Anzahl Zyklen. Das sind die Knappheitskosten. Pro Zeiteinheit. Und der Rest ist gleich. AD geteilt durch Q plus CD. Damit diese, weil diese Formel ist abhängig Y. Eigentlich ist Y abhängig von Q und von S. Damit wir ein Minimum finden, müssen wir die partielle Ableitung von Y nach Q machen. In Q gleich Q Stern. Und die partielle Ableitung von Y nach S machen in S gleich S Stern. Das ist gleich HS Stern geteilt durch Q Stern minus P Q minus Q Stern minus S Stern geteilt durch Q Stern und das ist gleich minus AD Q Stern Quadrat minus HS Stern Quadrat geteilt durch Q
Stern Quadrat plus P Q minus Q Stern minus S Stern geteilt durch Q Stern minus P Q Stern minus S Stern Quadrat geteilt durch 2 mal Q Stern Quadrat. Wenn man diese zwei Gleichungen löst, ja, ja, okay, warte, ja, das ist eine gute Frage, so, lass mich das richtig schreiben. Wenn ich eine Funktion habe von zwei Variablen, stell dir vor, f von xy ist gleich x² plus y². Okay? Ich habe x hier, y hier und hier habe ich z. F von xy. Okay? Diese Funktion ergibt bei zum Beispiel x gleich 1 und y gleich 1 ein 1. Das heißt, in dem Punkt 1, 1 und 1 ergibt ein 1. Bei 0 ergibt ein 0. Bei, was weiß ich, ja. Ah, entschuldige, 2, ja, genau. 2, genau. 2 und so weiter. Und das, diese Funktion ergibt so eine Kurve, okay? Irgendwie wie ein ja, halb Parabel in drei Dimensionen. So, die Ableitung nach einer Variable heißt, dass ich die Ableitung mache, nur, also ich behalte y konstant, das heißt, ich bewege mich nur in eine Ebene, in diese Kurve, wo y konstant ist, und ermittle ich die Tangente in diese Ebene. Okay? Die Ableitung von f nach y heißt, ich behalte den x konstant, also eine Ebene, und ich mache nur die Ableitung nach y. Der Minimum von dieser Funktion, also hier unten, da wo sich die zwei Parabeln kreuzen, existiert nur, wenn beide partielle Ableitungen 0 sind, gleichzeitig. So wie wir für eine Variable hier oben die erste Ableitung gemacht haben und 0 gemacht haben, um den Minimum zu finden, so machen wir das für zwei Variablen. Okay. Partielle Ableitungen. So, wenn wir, ist die Frage beantwortet?
Wenn wir diese beiden Gleichungen lösen, dann bekommen wir ein Ergebnis. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr Interesse habt. 2ad geteilt durch h, das ist die optimale S-Sternmenge, mal die Wurzel von p geteilt durch p plus h. Und Q-Stern ist gleich 2ad geteilt durch h mal p plus h geteilt durch p. Das ist Q-Stern mal Wurzel von p geteilt p plus h. Und das ist Q-Stern p plus h geteilt durch p. Okay. Das ist das EOQ2-Modell. Fragen? Okay. Dann, wenn es keine Fragen gibt, ich glaube, es war genug für heute. Ja. Wie gesagt, der PDF geht gleich raus und ihr kriegt es dazu geschickt. Also. Also, alle Unterlagen sind unter dieser Webseite abrufbar, prof4.com. Hilfreich, wenn ihr euch auf dem YouTube-Kanal dann einschreibt, subscribe, kostet nichts. Und ja, gerne um Rückmeldung, Feedback, wie auch immer, wenn es zu schnell ging oder wenn ihr was nicht verstanden wurde, gebt mir einfach Bescheid, okay? Gut, dann wünsche ich euch einen schönen restlichen Nachmittag und bis die Tage mal. Tschüss.